ich bin Lisa von der Gläsernen Stadt und schon eine ganze Weile überlege ich mir, ob ich einen Hund adoptieren möchte. Und wie so eine Adoption funktioniert, das schauen wir uns heute im Freitaler Tierheim an. Anja, ich bin ja schon eine ganze Weile am Überlegen, ob ich einen Hund adoptieren möchte. Was muss ich denn beim Vermittlungsprozess beachten? Beachtet werden sollte, zum Beispiel welchen Hund, welche Rasse, welche Größe, welches Alter, Junghund, Welpe, Seniorhund, das sind alles solche Sachen. Könnte es eventuell auch ein Kranker sein oder einer, der Defizite hat, sage ich mal, das sollte alles vorher besprochen sein. Kann ich den Hund denn beim ersten Mal schon direkt mitnehmen? Auf gar keinen Fall. Ich sag mal, er kann ja gefallen, ja, aber 3-4 Mal Gassi gehen mindestens, dass man sich kennenlernt. Die Sympathie muss stimmen, dass man guckt, zieht er an der Leine, mag er andere Hunde. Solche Sachen halt sollten dann abgeklärt sein. Mit was für Kosten habe ich denn im Alltag und auch bei der Vermittlung zu rechnen? Na, hier definitiv die Vermittlungsgebühr, das ist ganz wichtig. Dann haben wir Steuer, Versicherung, Tierarztkosten, Futterkosten. Das sind so zumindest die allgemeinen Sachen. In was für einem Zustand erhalte ich denn eigentlich den Hund? Der Hund geht nach Hause geimpft, gechippt, entwurmt, entfloht und mit allen seinen Eigenheiten. Können wir uns ein paar Hunde mal angucken? Na, aber gerne. Tiere begleiten Menschen seit Jahrhunderten, insbesondere als Last- und Zugtiere in der Landwirtschaft. Der erste deutsche Tierschutzverein wurde 1837 in Stuttgart gegründet. Heutzutage sind mehr als 500 Tierheime dem Deutschen Tierschutzbund angeschlossen, dem größten Dachverband Europas. Dazu kommen viele städtische und private Tierheime. Es wird geschätzt, dass jährlich rund 80.000 Hunde und 130.000 Katzen im Tierheim landen, wovon ca. 75% wieder schnell ein neues Zuhause finden. Regina, seit wann gibt es denn eigentlich dieses Tierheim? Den Tierschutzverein selber gibt es wohl schon seit 1992 in etwa. Genau kann ich das nicht sagen, aber seit 1997 das Tierheim mit diesem Standort jetzt. Hat natürlich klein angefangen, das ist erstmal nur Gebäude und keine Außenanlagen fertiggestellt worden, aber jetzt ist es so. Wie viele Tiere können hier aufgenommen werden und was für Tiere nehmt ihr hier eigentlich auf? Die Aufnahme der Tiere erfolgt ja nach Genehmigung, die wir benötigen zum Betreiben eines Tierheimes. Also wir dürfen ja Kleintiere aufnehmen, das heißt, wir nehmen auf Hasen, Meerschweinchen, die ganzen Kleintiere, Vögel, Katzen, Hunde. Und die Tiere kommen natürlich zu uns, begrenzt, wie der Platz vorhanden ist. Ja. Wir haben ja hier das Grundstück mit 5.500 Quadratmeter, sodass wir einige Außenanlagen für die Hunde haben. Und im Gebäude haben wir natürlich auch noch Vögelzimmer und Meerschweinchen und Katzenzimmer, aber auch die Quarantäneeinrichtungen. Und betreiben dürfen wir das mit ca. 50 Hunden, mit ca. 80 Katzen und ca. 40 Kleintieren. Wie viel Platz haben denn hier eigentlich die Tiere, beispielsweise ein Hund? Jedes Tier hat ja ein anderes Bedürfnis vom Bewegungsraum und was es da braucht. Und ich sage mal, eine Maus braucht vielleicht 1 Quadratmeter und bei den Hunden geht es bis zu 12, 15 Quadratmeter. Was passiert denn eigentlich, wenn ein Tierheim voll sein sollte? Also sagen wir mal, wenn ein Tierheim voll ist, ist es eigentlich ein Ausnahmezustand im wahrsten Sinne des Wortes und würde katastrophale Wirkungen haben. Man hofft in erster Linie, dass man solidarische Hilfe von anderen Tierschutzvereinen in der umliegenden Gegend bekommt, was auch relativ funktioniert. Allerdings, wenn diese voll sind, dann wissen wir auch nicht weiter. Gott sei Dank sind das nur Worst-Case-Gedanken jetzt mal. Wenn wir richtig voll waren, und das hatten wir auch schon, dann haben unsere Pfleger wirklich auch liebevoll zum Teil mit nach Hause genommen oder wir alle und einige Tage überbrückt mit zu Hause betreuen. Regina, können wir uns die Tiere auch noch mal etwas näher anschauen? Na klar, können wir gerne mal machen. Wir können mal zu den Hunden gehen. Regina, was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass Tiere überhaupt ins Tierheim kommen? Tiere kommen zu uns ins Tierheim, weil Menschen entweder überfordert sind mit ihren eigenen Tieren oder Fundtiere, die entlaufen sind,
ausgesetzt worden sind, die müssen ja alle aufgenommen werden. Vielleicht kannst du uns noch mal etwas zum illegalen Welpenhandel erzählen. Was hat es damit auf sich? Wie kommen die Tiere ins Tierheim und wann können sie überhaupt wieder vermittelt werden? Die illegalen Welpenhandelschmuggel, sag ich jetzt mal, die werden natürlich vom Bundespolizeizoll und Veterinäramt bei den zuständigen Tierheimen eingewiesen, müssen dann hier auf gesundheitlich in Ordnung bringen, vor allen Dingen die Tollwutimpfung muss den Titer haben, dass es dann vermittelbar wird. Und das ist ganz wichtig, weil mittlerweile ist so tollwutfrei das nicht mehr, weil ja durch die offenen Grenzen alles herkommt. Was passiert denn eigentlich, wenn ich selbst beispielsweise im Wald einen Hund oder eine Katze finde? Was muss ich dann tun? Wenn jetzt jemand spazieren geht und findet ein herrenloses Tier, dann sollte man erst mal gucken, ist es wirklich herrenlos? Und da ist die beste Frage, den Tierzuständigen im Umkreis Tierschutzverein anrufen. Die helfen dann jedem weiter. Vielleicht noch mal zusammenfassend, warum ist es denn so wichtig, dass Tierheime in Städten und Gemeinden überhaupt existieren? Tierheime sind eigentlich ganz wichtig geworden, weil erstens mal, wo sollen die Tiere hin, die keiner mehr will? Nummer eins, wo werden die Fundtiere untergebracht, um die Besitzer zu finden? Wenn die nur rumrennen, können die einen Autounfall verursachen, weil ja keiner sich um die kümmert. Die suchen dann Futter. Und die Einweisungstiere wüsste auch niemand wohin. Der illegale Welpenhandel aus süd- und osteuropäischen Ländern ist ein großes Problem. Über Internetportale werden Tiere für sehr günstige Preise angeboten. Es gibt mehr als 20.000 Anzeigen. Allein im Jahr 2020 sind mindestens 160 Fälle von illegalem Tierhandel bekannt geworden. Die Zahl hat sich seit 2019 verdoppelt. Betroffen waren 1.200 Tiere, davon 1.000 Hunde. Die Dunkelziffer dürfte jedoch wesentlich höher sein. Die Kosten für die Unterbringung eines illegal gehandelten Hundes variieren stark. Sie reichen von rund 13 bis 34 Euro pro Tag. Wir haben ja heute schon ein bisschen was über das Tierheim erfahren. Aber was mich interessieren würde, ist, wie sich so ein Tierheim eigentlich finanziert. Die Finanzierung eines Tierheims ist immer eine spannende Sache, ne? Weil wir sind ja nicht städtisch geführt. Wir sind also ein ehrenamtlich geführter Verein und wir finanzieren uns mit der kommunalen Fundtierpauschale. Da bleibt nur meist nichts übrig, wenn es viele Tiere sind. Dann haben wir eine Mitgliedsschiene sozusagen. Das ist aber ein kleiner Bereich, also die Mitgliedsbeiträge. Und natürlich mit der Vermittlung und Aufnahme der Tiere. Aber unser Standbein ist natürlich dann auch die Tierpension, weil aus den Überschüssen dürfen wir das mit in den Zweckbetrieb nehmen. Wie kann ich mich denn als Freiwillige hier engagieren, wenn ich sage, das ist eine gute Sache und hier würde ich gerne unterstützen? Na, auf jeden Fall bei uns anrufen. Dann machen wir uns einen Termin und dann müssen wir gucken, wie es passt. Problem ist halt, viele Menschen haben eine niedliche Vorstellung, sage ich jetzt mal, vom Tierheimbetrieb. Viele Sachen wirklich Gassi gehen, auch Tiere streicheln. Aber hauptsächlich wird halt sehr unterschätzt, dass es eigentlich Arbeit, richtig viel und harte Arbeit ist. Aber prinzipiell einen Termin machen, wir setzen uns zusammen, ich zeige das Tierheim, stelle das Tierheim vor, sage, was wir für Arbeiten haben und ich erkläre den Leuten dann einfach, was sie machen können, wenn sie unterstützen wollen. Was sind das denn für Arbeiten, die man machen kann? Wie gesagt, das Gröbste ist wirklich bei uns beim Putzen, beim Zwingerreinigung helfen. Wir haben Außenanlagen, die müssen gepflegt werden. Wir haben Rasen ist zu mähen. Wir haben einen großen Teich, für den wir sehr dankbar sind. Aber selbst der muss gepflegt werden. Mhm. Ja, also das sind so das Grobe drumherum. Gassi gehen kann man auch. Problem ist an der Sache, ich kann nicht jeden Hund, jedem Menschen mit an die Leine geben. Das ist wirklich eine Tatsache. Ne? Also das muss passen. Genauso wie man sich, wenn man sich interessiert für einen Hund, den man zu Hause haben möchte, muss es genauso auch passen beim Gassi gehen. Dafür haben wir eine Gassi-Schulung seit 01.01.2018. Einfach so machen wir es nicht mehr. Früher war das so, ja. Aber das ist halt wirklich nach hinten losgegangen für Mensch und Hund. Weil ich sag mal, es soll Spaß machen. Gassi gehen soll einfach Spaß machen. Und das bringt mir nichts, wenn einer hinten an der Leine dranhängt und der andere vorneweg zerrt. Und wenn ich jetzt mich nicht nur engagieren möchte, sondern sage, naja, das ist auch irgendwo eine Sache, die mir Spaß macht und ich kann mir das beruflich vorstellen, was muss ich denn für eine Ausbildung oder was muss ich lernen überhaupt? Also lernen muss man, wenn man in einem Tierheim arbeiten möchte, sag ich mal, jedes Tierheim ist bestrebt, eine Fachausbildung zu haben, das heißt eine richtige Tierpflegeausbildung. Ausbildung für Tierheime und Pensionen. Es gibt ja verschiedene Tierpflegeausbildungen. Das ist natürlich der geniale Effekt. Bei uns arbeiten
natürlich auch viele Mitarbeiter, die definitiv immer in der Weiterbildung stecken und die alle ihren Sachkundenachweis nach § 11 Tierschutzgesetz machen müssen. Mhm. Weil es ist natürlich klar, das ist ja nicht bloß Futter hinwerfen, Gassi gehen und reinigen. Also wir müssen ja auch medizinische Betreuung bei den Tieren vornehmen. Und das heißt auch mal ein Tier infundieren, spritzen, all diese ganzen Sachen. Und die muss man schon ein bisschen erlernt haben. Wenn wir das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, was sind denn so die vielleicht besonderen Herausforderungen an der Arbeit, aber was macht euch denn vielleicht auch am meisten Spaß an der ganzen Sache? Also Spaß macht natürlich an der ganzen Sache, wenn wir sehen, dass wir zum Beispiel geschundene Seelen, kranke Seelchen hierher bekommen oder alle, die herkommen und erst einmal natürlich verstört sind und wenn die sich uns dann anvertrauen und die eigentlich aufblühen, ja, oder gesund sein. Das macht Spaß. Herausforderung ist natürlich, wenn je mehr Tiere im Tierheim sind, im Bestand, dann ist die große Herausforderung, das mit dem wenigen Personal in 2 Schichten und 7 Tage der Woche das ganze Jahr über zu schaffen. Na, das sind große Herausforderungen. Und ganz schlimm ist eigentlich, wo wir alle einen Halbmast hängen haben oder wo wir dicke Äuglein kriegen, weil wenn wir ein Tier aus Krankheitsgründen verlieren, dann macht es keinen Spaß. Und vielleicht nochmal zusammenfassend das Positive, was könnt ihr den Menschen mitgeben, die sich engagieren wollen und vielleicht auch im Tierschutz tätig werden wollen? Sehr gute Frage. Ich sage jetzt mal, man muss hier auf die Voraussetzung ist Tierliebe. Ja? Ohne die braucht sich ja keiner im Tierschutz engagieren. Aber wenn man tierlieb ist, dann muss man eigentlich alles, was ringsrum das Tier bewegt und macht, also auch die unschönen Seiten, müssen akzeptiert werden. Und wenn man dann die Liebe des Tieres wiederkriegt, das ist eigentlich schon das Beste, was man kriegen kann. Und das war's von der Gläsernen Stadt und dem Freitaler Tierheim. Ich werde noch mal ganz genau darüber nachdenken, ob ich ein Tier adoptieren möchte, denn das muss einfach wohl überlegt sein. Wenn ihr euch für unser Angebot interessiert, dann schaut doch mal auf unserer Webseite www.gläsernestadt.de oder unserem Instagram-Kanal nach. Bis bald!